Hallo liebe Lego-Freunde, ich bin der Austrian Lego-Fan aus dem schönen Kärnten in Österreich und heute die neuen Harry Potter Minifiguren Serie 2. 16 verschiedene Figuren, ich habe hier alle 16 da, sind ja Blind Bags, wie immer bei den Minifiguren-Serien. Setnummer ist übrigens 71028 im Lego Online-Shop ab Dienstag, den 1. September, verfügbar. Diverse Spielzeughändler haben natürlich schon Exemplare bekommen. Die kriegen sie ja nicht erst am 1. September angeliefert. Und wer jetzt nicht dieses Spannende haben will mit Blindbags kaufen, wo man ja dann, weiß ich nicht, 20, 30 oder was weiß ich nicht, wie viele kaufen muss, um wirklich alle 16 einmal zu haben, gibt es Alternativen. Verlinke ich euch zum Beispiel unten in der Beschreibung. Valuebrick.at, ein österreichischer Shop. Der verkauft komplette Sets von den 16 Minifiguren, kosten 80 Euro. Das ist dann 5 Euro pro Minifigur, aber ihr habt keine Extratüten. Also für wen das interessant ist, wie gesagt, Link in der Beschreibung. Und jetzt fangen wir hier mal an. Die Figuren, ich finde sie Weltklasse. Da sind solch geile Drucke dabei. Das ist der absolute Hammer. Eins vorweg, ich habe jetzt da nicht großartig nachgeschaut, gesucht, weil es momentan auch noch relativ schwierig ist, weil es auf Bricklink und so weiter noch keine wirklichen Informationen dazu gibt, welche Teile von welcher Minifigur jetzt hundertprozentig neu sind oder exklusiv zu diesem Set. Das ist ein bisschen kompliziert und bei 16 Minifiguren, also das sind ja dann, weiß ich nicht, 80 Teile, hätte das wahrscheinlich auch mehrere Tage Arbeit gekostet. Ich wollte aber das Video ziemlich aktuell rausbringen, deswegen habe ich das nicht gemacht. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Es sind aber definitiv ein Haufen neuer Teile dabei, mit neuen Prints und auch Gesichter. Teilweise, das habe ich wohl schon registriert, sind Faceprints, also die nur auf einer Seite neu sind. Zum Beispiel Harry Potter hat zwei Gesichter. Es ist allerdings nur eins von beiden ist neu und so weiter und so fort. Also da seid ihr bestimmt die besseren Experten als ihr. Ich habe das ja schon öfters gesagt, Minifiguren, ich mag sie zwar, aber ich bin jetzt nicht ein wandelndes Lexikon, was das angeht. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Wie gesagt, 16 Stück, gehen wir sie einmal durch. Dafür habe ich hier meine zweite Kamera. Ich hoffe, die fokussiert jetzt auch schnell. Jawohl. Also, die erste Minifigur ist Harry Potter. Dann Schulleiter Albus Dumbledore. Ron Weasley. Hermione Granger. Luna Lovegood. Da dieses, der Löwenkopf ist ja mal definitiv neu. Und bei dem Set wird als Alternative noch das gelbe Haar dazu geliefert. Dann haben wir Griphook, Lily Potter, James Potter, Ginny Weasley, dann die zwei Weasley-Brüder. Und im Momento Fred und George, die zwei Namen kann ich mir nicht merken. Bellatrix Lestrange, dann haben wir noch Kingsley Shacklebolt, die maulende Myrte, Professor Sprout und ganz am Ende Neville Longbottom. Ganz interessant, Professor Sprout hat eine Alraune. Die Teileform ist nicht neu, die war jetzt auch bei dem Astronomietower, meine ich, war es von diesem Jahr dabei. Unterscheidet sich aber von den alten Alraunen, die waren unten irgendwie das Teil anders spitzer. Habe ich jetzt allerdings nicht zum Zeigen da. Und bei Neville Longbottom ist das Buch der Monster dabei. Auch ganz interessant. Alles bedruckt, wie gesagt, Aufkleber gibt es bei den Minifiguren nicht. Und jetzt würde ich sagen, bauen wir uns einmal ein kleines Setup auf, dass ich euch die Figuren besser zeigen kann. Dafür nehmen wir hier meine Webcam. Ein weißes Blatt Papier. Und hinter das weiße Blatt Papier stellen wir was hinter. Und schon haben wir quasi ein, so wie das quasi in groß für meine Bauvideos benutzt wird, einen komplett weißen Hintergrund mit dem gewünschten Effekt, dass wir hinten keine Kante haben. Jetzt fangen wir von hinten an. Wie gesagt, jetzt hier haben wir Neville Longbottom.
mit dem Buch der Monster. Das Buch der Monster werden wir mal aus der Hand nehmen, weil das ist nämlich innen drin auch noch bedruckt. Da ist so eine doppelte Käseecke drin. Hier bei der Figur sind die Arme jetzt nicht bedruckt. Der Rücken allerdings, jetzt muss ich schauen, dass er immer richtig fokussiert. Das ist jetzt nicht so ganz einfach. Und Faceprint auch von beiden Seiten. So, dann machen wir mal den Neville wieder beiseite. Und jetzt fangen wir aber von vorne an. Also, Harry Potter. Auch die Füße, ihr seht das, auf den Seiten bedruckt, die Beinteile. Von hinten. Und das alternative Gesicht. Und da schaut er so ein bisschen, ja, erstaunt, verwundert, ängstlich. Schaut auch ganz witzig aus. So, dann Figur Nummer 2 ist Albus Dumbledore mit dem Phönix. Der Phönix ist auch definitiv ein neues Teil. Da gab es zwar, glaube ich, früher schon einmal einen, der war aber bei weitem nicht so detailliert wie dieser hier. Schaut auch grandios aus, finde ich. Und auch die Figur selber vom Albus Dumbledore gefällt mir richtig gut. Zu welchen Filmen das jetzt angelehnt ist, welchen Teilen, früher, älter oder zu den neueren. Ich habe zwar alle Filme schon mehrmals gesehen, aber das kann ich jetzt auch nicht zuordnen. Das Haarteil mit dem Hut auch sieht klasse aus, richtig schön ausgeformt. Auch da haben wir ein alternatives Gesicht. Jetzt haben wir mal das da. Kriegen wir es noch gedreht, dann mal den Phönix weg. Dass wir das andere auch nochmal sehen, weil durch den Bart, durch das Bartteil ist das ein bisschen nicht zu sehen, logischerweise. Komm, stell schon scharf da. Geht doch. Schaut auch interessant aus. So, dann mal den auch beiseite. Nächste Figur ist Ron Weasley. Da sind auch wieder die Ärmel bedruckt von seinem Pullover. Ja, mit dem Scharfstellen haben wir es halt nicht so. Hä? Ja, geht doch. Und der Becher ist auch interessant. Der ist, glaube ich, auch neu. Also zumindest wäre mir der jetzt so noch nicht untergekommen. Auch da wieder das Beinteil auf der Seite bedruckt, genau wie beim Harry Potter. Schaut auch gut aus. So, Nummer 4 ist Hermine. Die hat den gleichen Becher in der Hand wie der Ron. Haarteil ist in dem Fall, denke ich, nicht neu. Das kommt mir sehr bekannt vor. Wenn ich mich da irre, schreibt es mir das rein. Auch da wieder die Seiten der Beine auch bedruckt. Und auch hier haben wir ein alternatives Gesicht. Schaut auch gut aus. So, dann haben wir Luna Lovegood. Es dauert manchmal ein bisschen, bis er scharf stellt. Wie vorher schon erwähnt, also dieser Löwenkopf, der ist mal definitiv neu. Das ist auch kein Gummi oder sonst was, sondern es ist Hartplastik. Dann haben wir ihr erstes Gesichtsprinting und das zweite. Auch die Füße mehrfarbig rundherum bedruckt. Richtig klasse. Und wie gesagt noch das alternative Haarteil. Das kennen wir ja schon, das ist in diversen Sets bei Friends und so weiter auch dabei. Das ist also nichts Neues oder Exklusives. Inwiefern gewisse Teile von diesen Minifiguren jetzt exklusiv zu den Minifiguren-Serien sind und bleiben, wie gesagt, das weiß ich nicht, das werden wir mal sehen. Nächste Figur ist Griphook mit dem Schwert von Gryffindor.
Das schaut auch, finde ich, richtig klasse aus mit diesen roten Steinen angedeutet auf den Seiten und von unten. Richtig schön. Und wir haben einen normalen Minifigurenkopf mit Hardteil aufgesetzt. Da haben wir ja früher dieses einteilige Formteil gehabt. Finde ich jetzt so, schaut besser aus. Das Haarteil mit den Ohren dran. Auch hier die Ärmel wieder bedruckt. Und allerdings die kurzen Füße, also die können wir nicht bewegen. Und der Schlüssel noch. Dann haben wir Lily Potter. Wenn ich die neue Figur reinstelle, braucht er immer ein bisschen, bis er scharf steht. Ah, jetzt haben wir es. Da ist jetzt auf der Seite bei den Füßen bedruckt, bei den Ärmeln nicht. Bei Griphawk war übrigens, glaube ich, die einzige Figur, die kein zweites Gesichtsausdruck hat. Hier haben wir auch wieder ein zweites. Und dann stellen wir den James gleich mal daneben. Dann schieben wir die Lilly mal da raus. Roter Schal. Das Bild in der Hand. Auch das finde ich, schaut witzig aus. Auch hier wieder die Ärmel sind nicht bedruckt, aber die Füße von den Seiten. Auch von hinten zweifarbig. Und auch hier alternativer Gesichtsausdruck. Dann die nächste Minifigur, das ist jetzt dann schon 6-8 Nummer 10, ist Ginny Weasley. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ist dieser Eisbecher auch neu. Zumindest habe ich den auch nicht bewusst schon einmal irgendwo gesehen. Ärmel in dem Fall auch nicht bedruckt, aber Beinteile wieder von beiden Seiten mehrfarbig. Schaut auch richtig gut aus. Und das Haarteil bin ich mir jetzt auch nicht sicher, aber das da oben mit dieser Spange angedeutet, ich glaube, das ist auch neu. Das sagt mir jetzt auch nichts. Auch hier wieder ein alternativer Gesichtsausdruck. So, dann kommen wir zu den Zwillingen, George und Fred. War doch George und Fred, ich sage ja, die zwei kann ich mir nicht merken, jawohl. Unterschiedliche Outfits mit, ich glaube das war Fred, mit dem Koffer in der Hand. In dem Koffer ist auch was drin, den kann man aufmachen. Und da sind so zwei 1x1-Teils drinnen. Fokussiert er jetzt da drauf mal. Jawohl. Auch mit Druck. Auch hier. Die Beinteile schauen identisch aus. Wenn ich das jetzt richtig sehe, schauen sie von vorne auch identisch aus. Nein, von vorne sind sie unterschiedlich. Kopf. Auch die Mützen. Die Mützen identisch. Schaut fast so aus. Nehmen wir sie mal runter, weil auch hier haben wir wieder einen alternativen Gesichtsausdruck. Auch hinten die Kapuzen mit drauf gedruckt. Schaut auch richtig, richtig klasse aus. So, und dann kommen wir zur Bellatrix Lestrange. Im gefangenen Outlook aussehen, sage ich ja mal. Jawohl, mit Azkaban Prison, dieses Schild in der Hand. Handschellen. Auch da wieder die Arme auf der Seite bedruckt. Das Beinkleid auch von vorne und hinten bedruckt, nur von der Seite in dem Fall nicht. Das Haarteil ist ja, glaube ich, sowieso für Bellatrix einzigartig. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das das gleiche ist wie jetzt beim Fuchsbau. Ich glaube ja.
Wenn dem so ist, ist es erst das dritte Mal, dass es vorkommt. Beim alten Fuchsbau, beim neuen Fuchsbau und jetzt hier. Alternativer Gesichtsausdruck, auch hier wieder vorhanden. Finde ich auch. Einer finde ich mit der besten Figur in Bellatrix Lestrange. Taugt mal. Dann haben wir Kingsley Shacklebolt mit Besen. Jetzt wird er erst auf den Besen fokussieren, weil der weiter vorsteht. Jetzt haben wir den Besen einmal weg. Ja. Diesen Umhang, der ist im Übrigen zweifärbig. Der ist also von der einen Seite heller als von der anderen. Da sieht ihr das. Da ist dunkler und da ist heller. Auch hier den Ärmeln bedruckt. Der Hut, Mütze und unbedruckt. Und aufgrund dessen, dass das natürlich ist, haben wir hier keinen alternativen Gesichtsausdruck, weil das wird ja nicht gut ausschauen. Dann haben wir das nochmal hoch, dass wir das Printing besser sehen von hinten. Und dann von vorne auch nochmal. Moment, klappen wir das nochmal kurz hoch. Schaut auch richtig gut aus. So. Dann haben wir noch zwei Figuren übrig. Einmal die maulende Myrte. Eieiei, falsch schon um. Die hat auch wieder diesen Ständer unten mit dabei, die ja bei der DC Minifiguren-Serie neu rausgekommen sind. Weiß ich nicht, ob man das unbedingt braucht. So zum Ausstellen schaut es ja ganz witzig aus. Die kleineren Füße, aber beweglich. Print von vorne, von hinten auf den Füßen nicht, aber auf dem Oberkörper. Auch mit Kapuze. Da sind die Arme jetzt auch nicht bedruckt. Gesichtsausdruck. Da mal so mal runter von dem Ständer. Das Buch aus der Hand. Das Buch im Übrigen im Innenteil auch wieder. Ein Druck drauf. Das Haarteil ist A-Klasse, finde ich. Und dann haben wir da noch den alternativen Gesichtsausdruck. Und dann kommen wir zur letzten Minifigur, Professor Sprout mit der Alraune. Wie vorher schon angedeutet, die Alraune Teil, Form des Teils ist gleich zu dem vom Astronomieturm. Allerdings ist der Gesichtsausdruck der Alraune ein anderer. Ich habe das Teil aber jetzt nicht da gerade zum Zeigen. Auch das Printing von der Figur selber finde ich schaut richtig gut aus. Und das Haarteil, Kopfteil schaut auch klasse aus. Gesichtsausdruck vorne und alternatives Gesichts haben wir natürlich auch hier. Ja, jetzt haben wir alle Figuren durch, weil die letzte Figur, Neville Longbottom, habe ich euch ja als erstes gezeigt. Jetzt steht es bei mir hier ein bisschen chaotisch voreinander, die ganzen Minifiguren, weil ich habe sie jetzt natürlich das, was ich abgenommen habe, nicht wieder zusammengebaut. Das werde ich jetzt nachher nachholen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen einen Eindruck geben können über die Figuren. Jeder wird da seine eigenen Favoriten haben, welche Figuren er am besten findet oder am schlechtesten. Das soll ja auch so sein. Ich finde eigentlich die Serie alles in allem total super klasse, genau wie auch schon die erste Serie. Da haben wir ja 22 Figuren gehabt, aber da waren ja von Fantastic Beasts, 6 waren es glaube ich, mit dabei. Jetzt haben wir nur Harry Potter, 16 Stück. Finde ich super. Und ich glaube, wie anfangs schon erwähnt, wer nicht auf diese Blindbag-Kauferei, Auspackerei steht, hat ja ein bisschen was für ein Überraschungsei, der kann im Link unten, www.valuebrick.at, gibt es ein komplettes Set dafür für 80 Euro. Ist nicht der einzige Anbieter, der das hat. Da habe ich sie jetzt nur mal her. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant. Der verschickt ganz Europa, also wenn ihr nicht in Europa seid, dann müsst ihr woanders schauen. Gibt ja noch Minifigure Madness oder so, wo ihr auch solche Sets kaufen könnt, mit wo jeweils noch einmal die Figur drin ist und so weiter und so fort. Ja, jetzt habe ich wieder, aber wieder genug gesabbelt und ich darf euch dann noch einen schönen Sonntag, ein schönes restliches Wochenende wünschen oder einen schönen Tag, je nachdem wann ihr dieses Video schaut. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Holger, der Austrian Lego Fan. Ciao!